So, meine Freunde, und willkommen zurück. Wir müssen jetzt gucken, dass wir uns irgendwie hier mit Lebensmitteln über Wasser halten. Bald können wir auch die Leute wieder heilen. Die arbeiten wie bekloppt am Plastik. Er arbeitet wie bekloppt daran, das zu bauen. Und wir können hier unsere Typen... Der hat ein paar Konserven. Vielleicht noch lange nicht. Hier, geh mal forschen. Kannst du jetzt forschen? Und du? Sammel und sammel und sammel, bis du genug hast. Hier ist irgendwas mit der Location passiert. Gefahren 1. Ah, guck mal, der sammelt und sammelt. Jetzt hat er schon 39 Dosen. Die bringt er dann erstmal. Der tötet dann noch schnell die Banditen hier. Die toten Ratten. Die geben nochmal. Universität, okay. Was ist denn das denn hier? Ach, wenn es dunkel wird. Dann können die das jetzt hier bauen. Und das. Nix. Oh je. Nahrung geht bald zu Ende. Nicht genug Steine. Jo. Wir haben eigentlich ziemlich genug, nur Nahrung nicht. Reststange ist bald vorbei in 4 Sekunden. Ah, jetzt kommt ihr wieder hier mit. Ich kann die nicht retten. Der baut das nicht zu Ende. Oh, eine weitere Entdeckung. Mhm. Aha. Inventar. Plus 1 Produktion Metall. Plus 1 Arbeitsplatz. Ich bräuchte eigentlich mehr Bauarbeiter. Es dauert ewig, bis sie die Sachen gebaut haben. Aber ich könnte langsam mal eine Schneiderei bauen. Guck mal, es geht. Aber jetzt baut erstmal das hier zu Ende. Wahrscheinlich möchte ich jetzt die Verschmutzung wegmachen. Nicht schlimm. So, gucken wir mal. Da ist nichts mehr. Geh zurück. So. Was hier? Was ist das hier eigentlich, was er hier sammelt? Irgendein rotes Band habe ich hier noch nicht gesehen. Jesus, wie lange das dauert, das zu bauen? Oh, das ganze Gebäude ist verseucht.
Lagerstätte ist leer, Bären. Okay, ist noch ein bisschen. Stimme für die nächste Katastrophe. Null, okay. Ach so. Ja, genau. Ich kann dieses Spiel mit meinem Twitch-Konto verbinden. Das habe ich gemacht. Und wenn ich das streame, dann könntet ihr live für die Katastrophe oder für was ich mich entscheiden soll, wählen. Das ist ziemlich cool. Ich werde auch mal so ein Twitch-Event damit machen. Vielleicht sogar nächsten Mittwoch. Na, schauen wir mal. Jesus. Aber ich habe hier welche, die in Behandlung sind. Okay. Das heißt, ich kann die jetzt healen und dann ist wieder alles in Ordnung. Essen haben die auch noch gerade so. Und dann haben die das hier aufgebaut. Kann ich noch hochschicken, dann kann er hier noch lindern. Ein Metall da, okay. Außerdem kann ich den in eine Wohnung lassen und da kann er da ein bisschen schneller bauen und der sucht den Rückweg der Nahrung. Oder Müll oder so, keine Ahnung. Lünerer Team. Ha? Lünerer Team? Ach so, okay. Ja. Krankenschwester. Wir haben so viel, das können wir jetzt machen. So, ich verliere Haare. Hello. Du bist doch gar nicht mehr verschmutzt, Fräulein. Warum ist das so schlecht ausgeruht? Ja, ich will dir auch bessere Sachen geben. Aber die müssen wir erst entwickeln. Reißt du das Ding einfach ab? Wir kontaminieren. Zu viel Arbeit. So. Wann kommen die Leute denn hier mal rüber? So, da haben die zwei Bären aufgebraucht. Ich könnte den hier dann später jagen setzen. Ich brauche Plünderer.
Was ist mit dem? Dir fehlen Leute. Ah, weil der zwei hat. Und du bist am Hungern. Du bist ein bisschen verseucht. Währung haben wir ein bisschen. Also bis auf das Essen sieht es eigentlich stabil aus. Aber die bauen ja auch nicht. Verursacht Verschmutzung. Wachsen, die meinen wohl waschen, die Bedürfnisse. Ja. Das ist gut, dann geht es ihm bestimmt besser. Okay, Spezialist ist einsatzbereit. Wir brauchen wieder Träger. Gut, du bist zurück. Wir werden auch wieder Werkzeuge und so brauchen. So. Du hast uns Essen gebracht. Er hat doch hier Essenskonserven mitgebracht. Wo sind die hin? Ja gut, du gehst auf jeden Fall jetzt jagen. Oh, da kommt ja noch eins. Was machst du? Du brauchst eine Dusche. Komm hier, hol mal Wild. Wenn wir das haben, dann kommen Baracke. 18 Sekunden. Was wäre das? Heilungstempo. Nee, das machen wir. Erstmal neue Baracken für die. Oh, das ist cool. Die ihr Leben während der Apokalypse verloren haben. Gibt Zufriedenheit. Wir können hiermit bestimmt Zufriedenheit. Ein Kolonist ist verletzt. Die wollen alle duschen. Haben die das Ding denn immer noch nicht fertig?
erholt sich von Verwundung. Aber bringt jetzt erstmal Essen. Ist gut. Ja, Obstkonserven hat er doch. Das ist ein bisschen gedauert. Komm hier, das brauchst du. Ich lasse dich jetzt hier im Dorf, dann kannst du zwischendurch immer mal ein paar Kleinigkeiten machen. Kolonist Valerie. Schlimm, wird eben behandelt. Oh Gott. Wollen wir die ein bisschen schöner? Bisschen Verschönerung. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, wo wir noch Latrinen hinbauen können. Oh, ich habe eine Idee. Weil passt doch wie Arsch auf einmal. Oh, ist hier direkt hier noch eine Latrine. So, hier hat er bald alle Bäume abgeholzt. Machen wir demnächst dann hier. Bald ist der Kunststoff aufgebraucht, da müssen wir jetzt noch ein Kunststoffwerk suchen. Hey, hier Plastik. Ah, Plastik ist mehr als genug. Und du könntest Fleisch sammeln. Damit die hier nicht verhungern. Schon wieder verletzt. Okay. Nur Tabletten. Krieg ich jetzt so nicht, ne? Gemeinsames Leben abgeschlossen. Hat plus 20. Wohnhaus. Wohnhaus, eine kostengünstige Unterkunft für mehrere Kolonisten. Also quasi wie die Notfallunterkunft. Baracke. Ah.
alles zerstört. Willst du nicht vergleichen? Dann willst du das auch nicht vergleichen können. Ah, du brauchst kein Plastik mehr. Sogar kleiner von der Größe. Reißen wir die da auch ab und machen da auch Baracken hin. So. Guck mal da. Mit den Baracken haben wir auf jeden Fall schon Punkte gesammelt. Jetzt ist was mit denen. Sammeln die da nicht? Bisschen Holz? Oh, oh, Meteoritenschauer. Sternschnuppen als Glücksbringer. Jetzt war nicht mehr. Blutrotes Inferno. Wie kam das denn? Verursachen Schäden an Mensch und Gebäude, halten genug Baumaterial für Reparatur vorrätig. Für die Reparatur. Was ist das? Bahnsteine wurden noch nicht gebaut. Gut. Okay, noch ein Tag. Oh, Überlebende am Tor. Ich brauche dringend Überlebende. Oh, ein Erwachsener, ein Senior. Die bringen voll viele Vorräte mit. Ja, komm, nimm die mit. Was die mitbringen, Nahrung und alles. Ja, viel besser. Oh, oh. Ein Böser. Okay, einer von denen, die reinkam, war böse. Aber dafür haben die Vorräte mitgebracht. So, noch ein paar Steine. So. Also obdachlos, aber wenn der jetzt die Steine geholt hat.
Fall haben wir ja noch. Drei? Du bringst drei Steine nur? Okay, fang an zu bauen. Bevor das vorbei ist, wollen wir uns noch einmal eine Baracke angucken. Yay, Invan. Ein Wohnhaus. Zufriedenheit durch Baracke. So. Weil erstmal werde ich alles auf Baracken umstellen. Und dann macht das schon Sinn. Und guck, jetzt haben wir hier drumherum langsam ein bisschen Platz. Okay, kein freier Träger. Fallensteller ist fertig. Es verstrahlt, okay. Ich hab noch ein paar Jodtabletten. Ah. Hast du hier mal die Fische heute fertig? Ich brauche dringend eine sichere Nahrungsquelle. Die Katastrophe vor. Aber ein Blitzableiter. Oder Latrine und Sauna. Okay. Erledige. Oha. Was? Ach, guck. Was wir alles haben, dann kannst du ja zurückgehen. Du hast hier nichts mehr. Da nichts mehr, aber hier kannst du. Feindliche Kolonisten. Ja, das haben wir schon. Da können wir nichts für. Der Typ war ein Idiot. Keine freien Träger. Zu viele Arbeiter und zu wenig Leute. So. Der Strauch sieht doch schön aus. Jetzt wollen wir natürlich viel Dreck, ne? Verschmutzung 20. Oh, oh, der Meteoritnagel. Leute, und wie dieser Meteoritnagel ausgeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Also, bis dann, euer Toshi und ciao.